Ein großes Unding heute, so finde ich, ist es, den Holocaust zu leugnen. Denn dafür gibt es genügend Zeitzeugen, die diese Fakten erhärten. Wenn dann in den Fällen der Verbrechen in den KZs Videos auftauchen, die gefälschtes Bildmaterial aufzeigen, das zeigt, dass es keine Toten in diesen Lagern gab, ist dies ein großes Vergehen an den Andenken vieler Juden und anderer Menschen, die dort zu Tode kamen. Hier möchte ich nun ein Beispiel zeigen, wo auch ich vor 2 Jahren an diesen Lügen geraten bin. Anhand dieses Fotos haben dreiste Fälscher ein Foto manipuliert, das zeigen soll, dass es keine Verbrennungen zur Beseitigung der KZ-Leichen gegeben haben sollte. Nach in etwa 2 Jahren, als ich dieses Foto zum ersten Mal sah, kam mir dieses Bild vor kurzem erneut unter. Und dabei bemerkte ich einige Manipulationen, die ich durch das Erlernen von Fotoprogrammen später besser erkennen konnte. Als erstes fiel mir hier am Bein dieses Mannes immer wieder gleiche Muster auf, ja, die sie so zwillingshaft wiederholten. Auch fiel mir auf, dass hier diese Hand dieselbe ist wie auf seiner linken Hand, nur dass sie zu einer rechten Hand gespiegelt wurde. Um dies besser zu verstehen, zeige ich euch, wie man mit Photoshop-Programmen dies erzeugen kann. Doch ich möchte noch erwähnen, dass ich nicht anregen will, dies nachzuahmen, um Fake News selbst zu gestalten. Also, zuerst werde ich mit einem Klonwerkzeug die Streifen auf der Hose über diesen Leichnam übermalen. Jetzt kopiere ich die linke Hand und spiegele sie. Jetzt mache ich das überschüssige Material mit einem Transparentpinsel weg. Man sieht, dass das gefälschte Foto einen anderen Schwarz-Weiß-Effekt hat. Dies erreiche ich, wenn ich hier den Kontrast erhöhe. Um es noch mehr als Fälschung zu tarnen, komprimiert man am Ende dieses Bild runter. Vergleicht nun das Ergebnis mit dem Foto aus dem Internet. Es gleicht sich doch sehr. Hier sieht man auch, dass sich die Ziegelmuster mit anderen Ziegeln hier ebenfalls wie Zwillinge gleichen. Da erkennt man trotz runder Komprimierung sogar noch den Stil dieser Trage. Nun will ich euch zeigen, wie ich das Originalfoto gefunden hatte. Und damit zeige ich euch einen Trick, wie man Fotomaterial auf seine Echtheit und der Quelle nachprüfen kann. Dazu zieht man das vermeintliche Foto mit gedrückter linker Maustaste in dieses Feld in der Google-Bildersuche und lässt die linke Maustaste danach wieder los. Nun zeigt die Google-Bildersuche gleiche und auch ähnliche Bilder und Fotos, wie dieser hier.
Wenn man dann wie hier auf dieses Foto klickt, das ähnlich ist, erkennt man anhand der folgenden Internetseite, dass es Fotomaterial gibt, das viel hochauflösender ist und in diesem Fall auch noch andere Fotos da sind, die ein anderes Licht auf diesen Sachverhalt wirft. Bei diesen Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges bin ich mir zu 100% sicher, dass die Nazis viele Juden und andere Regimegegner in den KZs umgebracht hatten. Aber ich bin mir anhand von Recherchen auch bewusst, dass damals eben jede Nation, nicht nur die Deutschen, das Säbelrasseln nicht lassen wollten, obwohl es Zeitpunkte gab, den Krieg früher beenden zu können. Ich würde mir daher wünschen, dass wir nun nach diesen vielen Jahrzehnten des Friedens unser aller vergangenen Sünden vergeben und aufhören, dessen vorzuhalten. Jesus sagte ja schon, denn keiner ist ohne Schuld. Auch Gandhi sagte, Auge um Auge und die ganze Welt erblindet. So dann, lasst uns endlich auf eine glorreiche Zukunft mit einer gerechten Miteinander aller Nationen konzentrieren, die für alle Menschen zugleich auf dieser Erde sinnvoll ist. Aber solange wir auf eine Erbschuld beharren, die einige Generationen in der Vergangenheit verübt wird, wird der Hass aufeinander nie zur Ruhe kommen können. So ist es für uns Journalisten das oberste Gebot, mehr auf Lösungswege hinzuweisen und nicht nur auf Schuldfragen einzugehen, die unsere Ahnen verübt haben. Denn jeder Mensch in unserer Gegenwart, so denke ich, will mit seinen Nachbarn in Frieden leben und von seinen vielen wunderbaren kulturellen Eigenschaften lernen. Die Welt besteht heute mehr denn je als Einheit, wenn es um Menschenrechte geht, und werden nur noch in wenigen Teilen der Erde von höchstens ja, vielleicht 0,1% von Aufwieglern zerrüttet. Die meisten Menschen sehen sich heute also eher als Weltenbürger, ohne auf seine Staatsangehörigkeit verzichten zu wollen und zu müssen. Denn, wie schon erwähnt, mit ihren vielen positiven kulturellen Eigenschaften, wenn sie den Konventionen der Menschenrechte entsprechen, bereichern können. Also, so lasst uns alle in Frieden zusammenleben und nicht von wenigen Egoisten auseinander dividieren. Und so verabschiede ich mich mit den Worten Namaste. Denn dieses Wort liebe ich sehr. Die schönste Erklärung für Namaste stammt von Mahatma Gandhi. Er schickte sie einst seinen Freund Albert Einstein, nachdem dieser ihn nach der tieferen Bedeutung dieses Wortes gefragt hatte. Und er sagte Einstein, Namaste bedeutet, ich verbeuge mich vor dem Ort in dir, an dem der ganze Kosmos wohnt. Ich verbeuge mich vor dem Ort der Liebe, des Lichtes, des Friedens, der Wahrheit und der Weisheit in dir. Ich verbeuge mich vor dem Ort, wo, wenn du an diesem Ort bist und ich an diesem Ort in mir bin, es nur das eine von uns gibt. So dann, meine lieben Zuseher, Namaste.